Doch davor besuchen wir das südliche Burgenland. Die Marktgemeinde Eberau kommt nicht und nicht aus den Schlagzeilen. Verantwortlich dafür sind aber weniger die Menschen dort, als vielmehr das geplante Asyl-Erstaufnahmezentrum. Unerwähnt blieb dabei bisher, dass in dieser 1000-Seelen-Gemeinde dicht an der ungarischen Grenze Integration täglich gelebt wird. Denn im Josephinum, der Hauptschule Eberau, werden Schüler aus Österreich und Ungarn zweisprachig unterrichtet. Die katholische Privatschule wurde im September mit dem Segen des Eisenstädter Bischofs Paul Ibi eröffnet. Maria Harmer hat für uns Eberau besucht. Vor 8 Uhr früh sind die Weinberge noch in dichten Nebel gehüllt. Schnee bedeckt das sonst sehr ebene Land. Moschendorf, Gas, Kulm, kleine Ortschaften, Zeilendörfer, leer. Eine strukturschwache Gegend. Viele der Bewohner arbeiten die Woche über in Wien. Einige sind ganz in der Bundeshauptstadt geblieben. Die Bevölkerungszahl im unteren Pinkertal hat sich in den letzten Jahrzehnten halbiert. Kulm und Gas gehören so wie Winden zur Großgemeinde Eberau. So hat Eberau 1000 Einwohner, zumindest am Wochenende. Monyorokerek heißt der Ort auf Ungarisch. Und täglich kommen in der Früh Schüler aus den Ortsteilen und aus den umliegenden österreichischen Ortschaften sowie aus Ungarn in die Hauptschule in Eberau. Das Besondere ist diese Herausforderung mit verschiedenen Nationalitäten, mit verschiedenen Interessen, Sprachschwierigkeiten zurechtzukommen und die Kinder wirklich zu integrieren. Also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung, wie schwierig es ist, in einer fremden Sprache sich zurechtzufinden. Aber wenn man es will und wenn die Klasse dich unterstützt, dann funktioniert es. Und ich glaube, hier an der Schule ist das sehr gut gelungen. Christina Stimpfel ist in Budapest geboren und mit 8 Jahren nach Österreich gekommen. In der Bezirkshauptstadt Güssing ging sie zur Schule. Jetzt unterrichtet sie Ungarisch und EDV an der Hauptschule in Eberau. Ihre Kollegin Christina Oswald pendelt täglich von Ungarn über die Grenze nach Eberau. Am Vormittag ist sie als ungarische Zweitlehrerin in den Klassen und betreut die Kinder am Nachmittag. Die Sprachentwicklung ist sehr rasch und das Tempo ist sehr gut, sehr rasch, sehr schnell. Darum sage ich, dass diese Schule eine gute Idee ist. Monatelang hatten sich auch die Lehrer für den Erhalt der Hauptschule in Eberau eingesetzt. Doch die alte Hauptschule wurde mit Schulbeginn 2008 wegen zu geringer Schülerzahl geschlossen. Eberau und die umliegenden Gemeinden planten daraufhin die Gründung einer katholischen Privatschule. Der Antrag wurde aber vom burgenländischen Landesschulrat abgelehnt. Die Eberauer gingen in Berufung und ihr Anliegen landete im Unterrichtsministerium. Nach dem positiven Bescheid des Ministeriums wurde die neue katholische Privathauptschule im vergangenen September mit dem Segen des Eisenstädter Diözesanbischofs Paul Ibi eröffnet. Die Hauptschule hat mehr Anmeldungen bekommen, als erwartet wurde. Und sie läuft gut, sehr stark besucht von Ungarn, ungarischen Kindern. Und in diesen Tagen ist der Tag der offenen Tür in der neuen Hauptschule in Eberau. Und ich hoffe, dass die Anmeldungen für das kommende Jahr auch gut gehen. 71 Kinder besuchen derzeit das sogenannte Josephinum in Eberau. 34 davon haben Ungarisch als Muttersprache. Interviews mit den Schülern wurden vom Landesschulrat untersagt, aber begeistert singen sie die heimliche Hymne ihrer Schule. Unser Schullied ist vom Text her, hat uns das so fasziniert, dass wir gesagt haben, das ist unser Schullied, das passt zu uns. Das beginnt mit den Zeilen, wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Es war für uns alle auch, also für alle Kollegen, die an dieser Schule sind, das ist das, damit können wir uns identifizieren, auch von den weiteren Texten her und so. Das ist etwas, das sind wir, sagt die Lehrerin Gertraud Müllner über das Schullied der neuen zweisprachigen katholischen Privathauptschule Eberau. Gertraud Müllner unterrichtet Informatik, Deutsch, Musikerziehung und Geschichte. Aus Interesse hat die deutschsprachige Burgenländerin Ungarisch in Abendkursen gelernt. Bis 1919 gehörten diese Ortschaften sowie das ganze heutige Burgenland zu Westungarn. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde dieses Gebiet nach 10 Verhandlungen in den Verträgen von Saint-Germain und Trianon Österreich zugesprochen.
1921 entstand so das Burgenland als jüngstes Bundesland Österreichs. Während des sogenannten Ungarnaufstandes im Jahr 1956 kamen auch in Eberau tausende Flüchtlinge über die Grenze. Viel hatten auch die Bewohner nach 10 Jahren russischer Besatzung nicht, aber geholfen haben sie, wo sie konnten. 1957 wurde der Eiserne Vorhang errichtet, mit Stacheldraht, Wachtürmen, ständig gerechten Sandstreifen und Minen. 1989 wurde er in einem symbolischen Akt von den Außenministern Ungarns und Österreichs durchgeschnitten. Die gebürtige Eberauerin Marianne Todt erinnert sich. Ja, das war gar nicht so lustig. Wir haben uns schon, also die Kinder vor allem, die haben sich nicht einmal in die Nähe vom Stacheldraht getraut. Und ich kann mich also erinnern, wie das eröffnet worden ist, ich mit meiner Mutter dorthin gefahren bin, weil ja endlich durften wir dorthin, endlich durften wir. Wir haben in der Heiligen Messe nichts verstanden, aber es war so berührend, wie da die Männer auch Tränen gewischt haben und wie ein Pfarrer, ich konnte nur ein bisschen Ungarisch verstehen, Grumpli, Ruski. Und es war tatsächlich so, berichtet haben, was da alles früher passiert ist, dass die sehr, sehr arm gelebt haben. Und ich denke, sie profitieren, dass sie zu uns kommen können und letztlich jetzt auch irgendwo diese Freiheit, die wir versuchen, auch in der Schule wo auszuleben, genießen können. Marianne Todt hat fast 40 Jahre an der alten Hauptschule in Eberau unterrichtet, bevor diese geschlossen wurde. Über die Wiedereröffnung durch den neuen Trägerverein sagt die Mathematik- und Biologielehrerin: Wir sind ja wieder ganz stolz, dass wir doch die Schule im Ort haben, denn ein Pinkertal ohne diese Schule, ach, das wäre schon ganz schlimm. Seit dem Ende des Kommunismus und dem Fall des Eisernen Vorhangs vor knapp mehr als 20 Jahren wächst langsam wieder zusammen, was jahrzehntelang brutal getrennt war. Zusätzliche Grenzübergänge wurden errichtet, die Kontrollen sind weggefallen. Viele Burgenländer fahren in das noch billigere Ungarn zum Einkaufen. Und Ungarn kommen zum Arbeiten nach Österreich und auch in die Schule, erzählt Direktorin Hildegard Rath. Sie stammt aus dem burgenländisch-ungarischen Grenzort Rechnitz. Ihr Mann ist Offizier im Verteidigungsministerium und arbeitet die Woche über in Wien. Ihr Sohn besucht die 6. Klasse des zweisprachigen Gymnasiums in Oberwart. Es gibt ja nicht nur an unserer Schule ungarische Kinder, also die Kinder, die hier die Schule in Österreich besuchen, sondern es zieht sich ja die Grenze hinauf durch das ganze Burgenland. Also es besuchen in Rechnitz in der Hauptschule, in der Volksschule Kinder aus Ungarn die Schule. Im zweisprachigen Gymnasium sind Kinder, die jeden Tag von Ungarn nach Oberwart herauffahren in die Schule und in die Hauptschule gehen. Und das zieht sich durch das ganze Burgenland. Warum das Josefinum jetzt so hervorgehoben wird, kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil für mich ist das ganz normal. Ganz normal ist mittlerweile auch der gemeinsame zweisprachige Unterricht der österreichischen und ungarischen Kinder in der katholischen Privathauptschule Josefinum in Eberau geworden. Anfängliche Scheu wurde abgebaut und Freundschaften sind entstanden. Frau Direktor Rath am Ende des ersten Semesters: Es ist ein Mädchen gekommen, schwer bepackt, sage ich, na, was hast du denn vor heute? Na, sie fährt mit ihrer Freundin, mit der Dorotja, übers Wochenende nach Sombathe mit. Also es ist schon auch so, dass sich Freundschaften knüpfen und das, so soll es ja eigentlich sein, der gegenseitige Austausch. Der europäische Gedanke kann natürlich so viel besser vermittelt werden, als wie wenn Kinder keine Berührung mit Kindern aus anderen Ländern haben.